Danke schön, ja. Tapelook und so, ne? Willst du noch? Nee, ich mach das. So, der neue Weekly Vlog, der startet auch wieder sonntags hier mit dem Essen. Lecker Gürkchen Salat mit Soße. Selbstgemachte Semmelknödel. Ist zusammengefallen, die waren richtig hoch. Die waren richtig rum. Ja. Schittidi bang bang. Guten Appetit. Einen wundervollen Montagmorgen. Wir haben kurz vor 7:30 haben uns hier am Tisch versammelt, weil heute früh kommt der Wärter von der ISTA, um die Heizkörper abzulesen, den Heizkostenverteiler. Und dafür müssen wir alle am Start sein, dass man da keinen anderen Termin findet. Nachmittag, wie auch immer. Herzlich willkommen, es ist der Montag. Ich gehe jetzt gleich mit dem Harrison raus. Die Mama, die macht doch ihre Morgenroutine fertig. Ich habe schon einen Teil drin. Ich bin am Arsch, wenig gepennt. Der Vlog, den ihr euch wahrscheinlich schon gesehen habt zu diesem Zeitpunkt. Der Vlog Nummer 8 hat ein bisschen länger gedauert. Wieder ein bisschen später ins Bett. Aber ich hoffe, dass wir an unserer Schlafroutine wieder arbeiten können. Dass wir früh ins Bett kommen. Weil der Zustand seit Dezember zwischen 2 und 3 ins Bett zu kommen, ist halt eben nichts. Das ist gar nichts gut. Deswegen gucken wir mal, dass wir die Sleep Schedule, wie man heutzutage auf Night Dice sagt, auf die Reihe bekommen. So viel dazu. Ich stülpe mir jetzt noch eine Mütze über und gehe mit dem Harrison dann mal kurz hier um den Corner. Mal gucken, hat eben schon zwei Hunde gesehen da draußen. Mal gucken, wie wir so unterwegs noch treffen. So, Montagmorgen, heute geht der Dammer mal mit dem Harrison raus. Wir haben heute so viel zu tun, wir machen jetzt Arbeitsteilung. Ich gehe einkaufen und er ist mit dem Harrison on Tour. Endlich ein bisschen schönes Wetter, grandioses Wetter, grandiose Woche. Auf los, Harrison. Eben schon einen Haufen Hunde hier getroffen. Eigentlich ungewöhnlich für die Uhrzeit. Normalerweise so gegen 10, 11 sind die meisten hier unterwegs. Aber wie dem auch sei, let's go. Der Tag gehört uns, die Woche gehört uns. Ein bisschen Pseudomotivation. Und ja, let's go. Ist es nicht herrlich? Schöne 2 Grad, die Sonne scheint auf den Nacken. Ja, 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 ja. Brötchen, High Five, ja hallo Herr Kommissar, Unterboden, tralala. So, ich nicht esse. Wow, und schwuppdiwupp, Kartoffelsuppe, ist der Herr ist auch wieder fit. Aber erstmal hier in die Backside. Jetzt Podcast-Time. Auf alle Fälle, nach dem Brunch gerade eben, gab es ein kurzes Knockout. Nickersche gemacht. Aber jetzt erstmal ein Recording rein. Und dann geht's einkaufen. Zumindest hole ich heute schon mal das Wasser für über Ostern. Und ich kann nicht über etwas urteilen, weil ich von 5 Leuten das erzählt bekommen habe. Ich kann auch nicht darüber urteilen, weil ich... Ja, Frühjahrsputzen so war die hellige Meinung, dass das jetzt angesagt ist. Ich mache mich an die Fenster, beziehungsweise einen Teil habe ich schon. Schlafzimmer habe ich schon, dann diesen Zwischengang hoch zu uns ins Büro, Badezimmer, jetzt hier im Wohnzimmer. Dann halt eben hier, Balkontür und das Fenster, plus das in der Küche. Jo. Vielleicht, nicht vielleicht, dann oben halt eben auch noch. Ja, oben unterm Dach sind auch noch 2 Fenster. Genau. Hey Harrison, was hast du für einen tollen Schmuck hier an? Hm? Ja. Zu Besuch. Juhu! Der Chico! Unser Hund, der Chico, den riecht er hier. Ich werde hier abgeschnippelt. Ja, Harrison. Auf einmal bist du wieder süß, ne? Und aktiv und wow. Ja,
und er kann auch Pfötchen geben. Pfote, gib Pfote. Harrison, gib Pfote. Ja, Pfote. Pfote, dicke Pfote, kurze Pfote. Da ist sie, die Agi. Reise zu Gott beginnt für Agatha Trofimiak auf rosa Rollschuhen. Agi! Guck mal, vor allem mit meinem Katja Krasavice-T-Shirt. Oh, das ist ja nicht halt am Start, auch auf der Insel. Also zu finden in der ARD-Mediathek. Pilgern, harte Tour, oder wie war das? Da herrscht ja auch einer. Yes. Sag jetzt bloß nichts falsch. Tiger war Johannes, ist auch Tiger. Ja? Tiger. Hat er auch gepasst, aber wenn jemand zwischen. Was ist denn der Angelo nochmal? Der Angelo ist 86 geboren. Tiger. Dann bist du der Dirty Harry. Die Dirty Agi, alle. Agatha. Aladdin. Schau dich nicht mit Jenny. Aladdin. Hallo? Hallo? So, Akku leer. Ah, nee, nichts Akku leer. Hallo? Nichts Akku. Ja, so sieht das aus. Da fehlt aber noch einiges für Ostern. Schon was zu sagen. Ja, die frischen Sachen fehlen halt noch. Zum Teil. Ja. Und zum Teil aber schon zu Hause. Genau. So, ein kurzer Boxenstopp hier in Speyer. Wie heißt es? Eis am Rhein. Die haben ein Drive-In. Das erste Eis für das Jahr. Das erste Eis. Hier eine Wundertüte, nicht ganz einfach nur Schoko, Erdbeer. Unser Mittagessen nach einem anstrengenden Shopping. Ja, man muss sich auch selber belohnen, ne? Tschüss. So, nochmal eine kurze Runde hier mit Harrison, bevor es auf den Hundeplatz geht. Sinn und Zweck, dass er hier jetzt nochmal Schiede geht, wenn es sein muss. Und dass er sich halt oben auf dem Hundeplatz nicht verewigt. Ganz, ganz wichtig. Aber hier eine kurze Runde. Und dann haben wir auch schon, ich glaube, den vorletzten, drittletzten Termin, bevor die ganzen Einheiten dann aufgebraucht sind. Wie hast du sagen? Nö. So, hier steht ein Teil vom Einkauf, der einfach nicht mehr in den Schrank gepasst hat. Beziehungsweise... Der Schrank ist Chaos, ihr seht, ich muss den aufräumen. Ja, deswegen, ja, hier die Sache. Und ich lege jetzt los mit der Vorbereitung für Ostern. Eigentlich für morgen, für das Essen für morgen bereite ich vor. Ich nehme euch mit, aber bei den Thermomix-Rezepten kann ich euch halt nicht mitnehmen. Also es gibt für den Dommer Mac and Cheese aus dem Thermomix. Aber ich kann euch grob sagen, was drin ist. So, Vanillesoße ist fertig. Ich glaube, ich hätte doch einfaches Rezept machen sollen. Es ist ein bisschen arg viel. Also es ist einfach nur Milch, Zucker, Eigelb und zwei Vanilleschoten. Und ja, aber ist nicht so schlimm. Das, was übrig bleibt, kann man ja im Prinzip noch zum Kuchen essen, wenn man das möchte, ja. Aber das ist schon mal die Vanillesoße aus dem Thermomix. Und jetzt geht es weiter mit... den Mac and Cheese. Und ganz ehrlich, warum tut man sich den Stress an? Ist ein großer Stress. Der Laden ist voll. Der Laden, der Parkplatz ist voll. Immer selbe Theater. So, Mac and Cheese ist auch fertig. Das ist jetzt verschiedene Käsesorten, Nudeln mit einer Sahne-Käsesoße. Paniermehl und Butter und das gibt man dann bei 180 Grad 35 Minuten in den Ofen. Das mache ich allerdings natürlich dann erst morgen. Ja, ich warte. Und er hat mich angerufen am 11 rum. Ist gut aus hier. Grün Donnerstag. So, hier fliegt jetzt ein Eiweißteig für Knappenova. Es gibt den See Osternester, gefüllt mit einer Joghurtcreme und dekoriert mit Ostereiern. Von der Sandy. Also ich hoffe, man hört mich ganz gut. Ja, also es ist einfach Eiweiß und Salzsalzblatt. So, das Baiser ist jetzt schön geschlagen. Hier kommt jetzt noch Vanilleextrakt und ein bisschen Stärke rein. Hier habe ich dann schon gerichtet die Spritzhülle, um das Ganze zu spritzen. Und hier habe ich schon die Backbleche vorbereitet mit so Kreisen. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Da wird es jetzt drauf gespritzt.
So sehen jetzt die gespritzten Baiser-Nester aus. Die werden später hier mit Joghurt gefüllt und noch dekoriert, aber jetzt müssen die erstmal backen. Das ist jetzt der Wein mit Wasser und Zucker, das koche ich jetzt auf. Also es ist übrigens für die Weinsauce für mein Opa. Und ja, so einfach kümmchenfrei geshaked, könnt ihr mit so einem Shakebecher machen. Und es kommt dann hier rein und wird aufkochen gelassen. Ja, dann wird Sahne steif geschlagen, separat Eiweiß steif geschlagen und das wird dann, wenn das abgekühlt ist, unter die Masse gezogen. So, das ist der Wein, die geschlagene Sahne, steif geschlagene Eiweiß und das wird jetzt hier unter die Soße geschoben. Also die ist jetzt abgekühlt. So, wir starten mit dem Karottenkuchen. Hier wird erst ein Eiweiß steif geschlagen mit Salz. Hier habe ich schon das Eigelb getrennt. Hier sind schon die Karotten und weiter geht's. Hier ist das Eigelb. Kommt jetzt Zucker hinzu. Hier die geraspelten Karotten im Thermomix und wieder Eiweiß. So, hier wird jetzt Eigelb mit Zucker kommen. So, jetzt sind die Karotten hinzu. 15 Minuten. So, das hier sind Mandeln, Zimt und Speisestärke. So, hier habe ich jetzt die Springform gefettet, Backpapier unten rein und Paniermehl außenrum. Währenddessen ist hier die Karotte mit dem Eiweiß, Eigelb und dem Zucker noch am Rühren. So, hier ist die Mandelmehlmischung jetzt schon drunter und jetzt wird das Eiweiß noch drunter gezogen. So, hier wird jetzt das Eiweiß untergehoben. So, und jetzt für eine Stunde in den Ofen. So, das sind jetzt die Brötchen, abgerieben von der Panade. Jetzt werden die hier zerkleinert und in Milch eingeweicht. Hier ist schon Zimt und Zucker. Das sind die Semmelbrösel, die abgerieben sind. Hier ist die Pfanne. Da kommt dann Rahmer rein und dann kann es losgehen. Ansonsten haben wir dann hier schon die Weinsauce. Da müssen noch die Nudeln gekocht werden. Hier die Vanillesoße. Erdbeeren habe ich noch. Und die Macaroni and Cheese kommen noch in den Ofen. So, mit Milch eingeweicht und Vanillezucker. So, jetzt wird geformt, dann hier paniert und dann hier gebacken und am Schluss Zimt und Zucker. So, Karottentorte ist auch fertig. Wird jetzt dann noch verziert. Ich bin gleich dabei. Aber kann man auch mit Vanillesoße essen, ja, oder? Jo, kann ich auch nehmen. I should send it back. Wo ist denn der? Will der Paul ausspielen? Kannst du noch entsinnen, deine Karotte? So, Karotten in the making. Ein bisschen blau für mich. Blau? So, jetzt werden die Karotten geformt. Und Jenny, wie willst du das? Ich mach tut er bisschen choppen und dann macht er drin, ja, in der Loch, in der Dinge. Einfach und dann so in ein paar Stückchen, ja, so. Mhm. Wenn du willst, Jenny, oder der Ilse kann auch helfen mit der Kakao. Ich zeig dir. Gell, Paul? So, Karotten mit Kakao und Wasser. So, die ist jetzt mit Mama Aprikosenmarmelade eingeschmiert. Jetzt lassen wir das ein bisschen abkühlen und dann kommt der Zuckerguss drauf. Herstellung Zuckerguss und dann wird die Torte gezuckert. Sechs. So, jetzt werden die Karotten auf die Torte gesetzt. So sieht die fertige Torte aus. Car Friday. Und eine kurze Abendrunde mit dem Harrison. Ja, die Family ist gerade eben abgedampft, ein Teil. Und der war ein bisschen unruhig. Haben wir gedacht, komm, dann satteln wir die Hühner und gehen nochmal raus. So, jetzt ist die Torte fertig. Check, 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 check. Check, 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 check.
Tick, 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 tick. So, die Jenny ist hier am Markwiese machen. Schöne, schöne diese. Für die Markwiese sind super mit grünen Kernmehl. Die habe ich gerade eben ergattert, heiß umkämpft. Geh mal kurz an, her, ich füllen die Suppe. Und der Kiffel. Ja, und die Grundchorba ist auch am Kuchen. Mit Rind, Suppenfleisch, Suppengemüse und. So, hier sieht es gerade wie folgt aus. Hier ist ein Löffelbiskuit mit Apfelsaft am Einwirken. Dann haben wir hier Rhabarberkompott. Dann habe ich schon die Masse hier vorbereitet für oben drüber. Das wird dann geschichtet, wenn der Rhabarberkompott abgekühlt ist. Und dann kommt noch Haselnusskrokant drüber. Das ist quasi ein Rhabarber-Tiramisu aus dem Thermomix für morgen. Und hier bin ich schon am Machen für die Füllung für die Baiser-Nester, die ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, ich habe die euch gezeigt. Ich glaube schon. Also hier ist Schmand, Joghurt, Puderzucker, Tonka-Bohnenpaste und das ist Sahne. Das hier verrühre ich jetzt, dann hebe ich die Sahne unter und dann wird es am Montag allerdings erst, weil das für Montag in die Baiser-Nester eingefüllt. Die habe ich ja schon gemacht. Hier ist die Rindfleischsuppe am vor sich hin köcheln. So, das ist jetzt Eierlikör-Tiramisu. Also das ist eine Masse aus Quark, Mascarpone, Sahne, Eierlikör. Dann habe ich das hier schon geschichtet mit Löffelbiskuit, eingetränkt in Kaffee und mit so Eierlikör nochmal so drüber gegeben. Und da kommt jetzt die zweite Schicht drauf. So, jetzt gibt es noch einen Lotus-Dessert. Hier seht ihr die Lotus-Kekse. Werden jetzt zerkleinert für den Boden und ja, dann geht's weiter. So, hier habe ich jetzt den Boden vom Lotus No Bake Cake Dessert quasi, also Butter mit Lotuskeksen festgedrückt und jetzt stelle ich das kalt und mache die Creme. Das hier alles zu einer Creme gemischt, Frischkäse, Quark, Sahne, Puderzucker und die Spekulatiuscreme von der Kiki. So, hier die Creme kommt jetzt auf den Tortenboden. Und jetzt wird über Nacht kalt gestellt. So, das ist die Suppe, die habe ich vom Fleisch und alles Mögliche gesiebt. Und jetzt setze ich hier das Rhabarber-Tiramisu zusammen. So, jetzt kommt noch die Creme hier drauf. Und dann wird es kühl gestellt und morgen noch krokant drauf. So, die Dame des Hauses sagt, ich soll nicht aus dem Thermomix filmen, aber das ist mir egal. Weil es kommt eh in den Bauch. Es ja, aber was steht da auf dem Teller, hätte man mal mehr gesehen, wie jetzt aus der Schüssel so. Warte, ich mach. Machen Sie. Gute Minestrone, Italienski. Wie bei der Saarländer. Dankeschön, bitteschön, kommen Sie wieder. Ja, leg los. Jenny, was hast du denn da für Samstagsohrringe an? Wow! Die Esmeralda aus dem Wohnwagen her. Ich nicht, wie ich an die gekommen bin. Was hängt denn da dran? Eine Magnolie. Ah, jetzt sieh ich. Die Magnolie. Und noch ein türkises Perlchen. Oh, ja. Sicher, die Frau hat das Auge fest geteilt. Okay, es staut sich schon mal. Wie auf der Autobahn. Dankeschön, ja. Tempeljuck und so, ne? Willst du noch Tomaten? Kannst du ja nicht schneller drüber. Wird du getauscht, das Schmier, sicher. Achtung, da drin ist da drin, das Soße. Dankeschön. Müssen wir anziehen. Nee, ich mach das. So, ich hoffe dann, dass es die letzte Aufnahme für heute ist. Hier ist die Lammkeule. Gespickt mit dem Knoblauch. Wie viele Zehen hast du benutzt ungefähr? Das Gemüse klein gechoppt. Gurken, Tomaten, Zwiebeln und das Ganze noch abgerundet in den Speck. So, der Dommer ist jetzt mit dem Harrison draußen. Und ich habe jetzt, weil es draußen nass ist, quasi hier oben im Büro die Sachen für den Harrison versteckt. Hier sind die Ostergeschenke für die Fam. Hier sind unsere Ostergeschenke. Und ja, hier seht ihr, ich habe so ein bisschen versteckt. Ich bin mal gespannt. Letztes Jahr waren wir unten im Vorgarten, aber da war Ostern auch später. Ihr seht hier so einen riesen Ochsenzimmer, hier noch so ein riesen Entenleckerli
Und hier überall so die österlichen Küken und Eierkuscheltiere, Lämmer, die quietschen auch. Bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin auf Hoppelhase. Heide. Wow, Harrison. Was siehst du? Ein Kuscheltier hat er gesehen. Das ist neu. Das ist aufregend. Das nächste Kuscheltier. Noch ein Kuscheltier. Ah, da hinten. Das sieht man. Wow. Wow. Ist das eine Riemen, ne? Harrison. Was ist das? Der entscheidet sich für das Kleinere. Guck mal, Harrison, was ist das? Guck mal da. Wow. Der weiß nicht, was er machen soll. Der passt denn durch die Stühle mit dem Ding. Ich bin noch nicht wirklich wach. Ich bin Frohe Ostern. Das ist ja wie Weihnachten hier. Also das so. Und jetzt können wir hochprofessionelle Interviews machen. Mit diesem tollen Interviewstab, oder wie sagt man? Ich muss mal ganz kurz hier hinterschwenken. Dass ich es geklaut. In sein Action. Und wo Kaios gewerkt hat, in seinem Nest gesichert. Dankeschön. Bitteschön. Guck, hier kannst du nämlich den Receiver, oder nicht den Receiver, den... Ich habe erstmal eins genommen, mal gucken, ob das überhaupt was ist. Das ist was. Das, meine Kinder, Stoizismus für Tag für Tag. Das ist etwas, was ich mir mal gewünscht habe, was ich mir wünsche. Also dieses Buch oder Bücher über dieses Thema. Um eine umfassende Selbsterkenntnis und stoische Ruhe zu erlangen. Eine stoische Ruhe. Ruhe. Mich nicht aufzuregen, darum geht's. Keine Ahnung, das war auf deinem Wunschzettel bei Amazon. Braucht man das? Ich weiß es, haben wir das schon. Wir brauchen, tut man es eigentlich nicht, ne? Na ja, dann. Aber trotzdem, danke. Ich appreciate das. USB-Kabel, danke. Du hast das auf deiner Wunschliste gehabt. Ich muss die aufräumen, die Wunschliste. Okay. Und Schokolade. Und hast dich gefreut? Voll, natürlich. Aber wer wäre ich denn? Gehabt? Nein, das heißt... Wir haben ja noch die alten Systeme und was weiß ich nicht. Ne? Das ist ja nicht wenn alles. Wenn ich jetzt wieder zurückgeschickt, jetzt mach's auf. Da kannst du ja trotzdem aufmachen. Guck mal, das hier das alte. Bei mir ist es ja schon USB-C. Also nicht schon, sondern endlich. Das kann zurück. Kannst du dir ein anderes Buch aussuchen noch? Vor allem, wie du in 30 Tagen eiserne Disziplin, innere Stärke erlangst. Okay, wir sind jetzt hier auch nur meine Hände auspacken Modus. Kein Gesicht. Du kannst auch mein Gesicht zeigen, sage mal. Aber das hier habe ich mir selber ausgesucht. Ich weiß schon, was es ist. Vier gewinnt. Irgendwie habe ich da Lust drauf gekriegt, weil ich das bei Damas Schwester bei der Kroatien gesehen habe. Davor. Okay. Das hier habe ich mir auch selbst ausgesucht. Es ist ein neuer Kalender für 2025, aber es ist ein 18-Monate-Kalender, der fängt schon... im Juli, glaube ich, oder August an. Wundervoll. Was ist das? Dann hast du hier so Aufkleber mit tollen Motivationssprüchen, wenn man es so sagen will. Und so Clips, da kannst du es draufkleben. Du hast ja noch deine mein Vision Board. Vision Board da hinten hängen. Ach schön, wo hast du es gefunden? Auf diesem Kanal von Jeff Bezos. Ach so. Was ist das? Ja, mach mal auf. Magisch, 12 magische Kerzen. Das ist alles für deinen Hexenzirkel dahin. Oh, sogar so ein Ding. Wow. Ja, mach nicht wow. Das doch, passt, ich liebe halt Kerzen. Das passt halt zu deiner Räucherei und was du da alles betreibst. Glücks. Also jede Kerze steht für was. Und Glücksbringer. Glücksbringer. Ups. Also, wenn man immer sich was wünscht oder gerade was braucht oder gerade was fehlt, soll man so eine entsprechende Motto-Kerze anzünden. Das ist ja schön. Natürlich geht viel Glaube damit einher. Das jetzt also was ich noch cooler fände, wenn da außen draufstehen wird, was da drin ist. Sonst muss man ja immer jede aufpacken. Ja, vielleicht hat es einfach Lichterzauber. Vielleicht hat es auch einfach nur ein
Transportzweck, den jetzt gerade erfüllt wird. Ach so, okay, dann packe ich das alles mal auf. Vielen Dank. Bitte schön und tschüss. Der Lotus No Bake Cake. Quasi, da habe ich jetzt so einen Guss drauf gemacht von Salted Caramel und Nougat Creme von der Kiki. Eigentlich wollte ich die Spekulatius-Creme drauf machen mit Salted Caramel, aber das ist mir leider im Mikrowellenherd verbrannt. So, das ist das Rhabarber-Tiramisu. Da habe ich jetzt nur noch das Haselnuss-Krokant drauf. So, es ist quasi schon in den letzten Zügen. Hier haben wir die Bohnen, hier haben wir die Salzkartoffeln, die kochen hier gleich hoch. Hier die Gefäße, wo alles reinkommt. Hier kommt die Soup. Ja, vielleicht können wir hier noch mal kurz reinwürfen. Hier die Lammkeulen. Ja, schön mit Kräuterkruste. Gut, ja. Das ist jetzt soweit das Ding. Der Tisch ist auch gedeckt. Zack, zack, zack. Harrison und seine Ochsenzieme. Ja, ansonsten sind es noch knapp 50 Minuten, bis die Gäste da sind. Und grüne Kernmehlsuppe mit Marklöschen. Geben Sie so? Ja. Danke. Bohnen, Pommes, so. Lammfleisch, Kartoffeln. So, hier ist der Lotus-Dessert und hier bitte einmal Hand weg. Hat man doch letztes Jahr Rhabarber-Tiramisu. Ich hab's so. Ja. Wow. Man muss auch ein bisschen hoch machen. Ich habe extra das, habe ich gedacht. Das wird.